Nicola Krause ist geschockt, als sie die Rechnung für die Beerdigung ihrer Schwiegermutter bekam. Sie fühlt sich übers Ohr gehauen. Man muss die Beerdigung organisieren, den Behördenkram erledigen. Ja, und dann kommt die Rechnung vom Bestatter. Über 9.000 Euro sollen wir bezahlen. Darüber sind wir wirklich sehr wütend und geschockt. Wieso kostet ein Lied vom CD-Player 85 Euro und vier Leihvasen 135 Euro? Ist das Wucher? Der Bestatter weist das zurück. Die teure Vase, ein extra Mitarbeiter habe sie aufstellen müssen. Und das teure Lied, ein weiterer Mitarbeiter habe den CD-Player angestellt. Also es ist ja nicht nur so, dass er diese 2,5 Minuten oder 3 Minuten, was ein CD-Stück ist, dort anwesend ist. Also er hat manchmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Anfahrt und die Abfahrt halt auch. Und ist natürlich auch während der Trauerfeier voll da. Die Branche boomt. Auch auf der Bestattermesse werden prima Geschäfte gemacht. Hier die neueste Mode für Bestatter. Wo kommen die Umsätze her? Wird bei Bestattungen systematisch abkassiert? Darüber will hier keiner mit uns reden. In Stuttgart treffen wir Bestatterin Barbara Rolf. Die ausgebildete Theologin sieht das Gebaren ihrer Branche kritisch. Ja, ich denke, die psychische Situation wird schon ausgenutzt. Wenn ich ihnen unterschiebe, wollen sie es schäbig, ja? Oder ist ihnen ihre Frau was wert? Dann kann er nicht anders als sagen, dass sie ihm wertvoll ist. Und da stolpern eben Menschen rein, die das gar nicht können. Und dann kann ich nicht auch noch einen Sarg für 3.000 Euro verkaufen oder für 5.000, damit es der Willi auch gut hat. Das ist ihnen ihr Mann doch wert. Lisa Georgs Mann wurde auf See bestattet. Auf der Rechnung steht ein Urnenversenkbehälter. Den aber gibt es gar nicht, sagt die Seebestattungsreederei. Und dann verschwand er auch plötzlich von der Rechnung. Oder ein Aschegefäß, das eigentlich im Preis des Krematoriums enthalten ist. Sie ist sicher, das Beerdigungsinstitut habe ihre Lage ausgenutzt. Ich hatte vorher die Rechnung überhaupt nicht angesehen. Ich habe sie bezahlt. Ich war einfach weder körperlich noch seelisch dazu in der Lage. Ich war ein Vierteljahr jeden Tag im Krankenhaus, war die letzten 14 Tage 24 Stunden im Sterbezimmer. Und ich war also überhaupt nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Der größte Rechnungsposten ist meist der Sarg. Dieser Bestatter sucht mit einem Kunden einen Eichensarg aus. Eichen-Vollholzsärge kosten in aller Regel zwischen 1.000 und 4.000 Euro. Es gibt sicherlich darüber hinaus noch hochpreisigere Dinge, aber das ist so eigentlich der grobe Rahmen. Dieses Modell liegt bei 2.200 Euro. Aber auch dieser Kiefernsarg, den er gleich ins Krematorium bringen lässt, ist kein Schnäppchen. Was kostet so ein Sarg? Liegt bei 550 bis 600 Euro. Alles in allem kann man sagen, schlichte Kiefernsärge für die Einäscherung liegen zwischen 400 und 700 Euro in etwa. Muss ein Sarg so teuer sein? Mehrere hundert oder gar 1.000 Euro? Ich gebe mich im Internet als Importeur aus, bestelle 500 Särge in Tschechien und bitte um ein Angebot. Es kommt umgehend. 38 Euro kostet der billigste Sarg aus Holz für Feuerbestattungen. Ein lackierter Kiefernsarg ist für 61 Euro zu haben. In Deutschland hält die Branche dicht. Aber ich treffe einen, der auspackt, die Preise von Großhändlern kennt, weiß, wie viel Bestatter aufschlagen. Eiche Massiv zum Beispiel, der deutschen liebster Sarg, kostet beim Großhändler 236 Euro. Genau dieser Sarg wird von einem Bestatter im Internet angeboten. Dort kostet er 1.195 Euro. Dieser schwarze Designersarg kostet im Einkauf 995 Euro. Hinterbliebene müssen 2.500 Euro zahlen. Ich rufe bei der Firma an. Ich habe mich mal im Internet in ihr Sargangebot versenkt und habe festgestellt, dass ein Sarg, der beim Großhändler für 236 Euro angeboten wird, bei Ihnen 1.195 Euro kostet. Ist das normal, dass Sie da 1.000 Euro mal eben aufschlagen? Ja klar. Jeder hat natürlich seinen Verkaufsaufschlag und kalkuliert, wie er will. Sie werden große Preisunterschiede finden. Der eine nimmt 1.500, der andere 2.000 Euro. Ich weiß, dass so kalkuliert wird und halt völlig willkürlich. Sie finden einen und denselben Sarg in ein und derselben Stadt für 6 völlig verschiedene Preise, von dreistellig bis hoch vierstellig. Barbara Rolf hat an jedem Sarg ein Preisschild, versucht nicht, Hinterbliebene zu teuren Bestattungen zu überreden. Mich stört diese Zweigesichtigkeit und die ist in unserer Branche ganz, ganz stark.
vorne salbungsvoll und Ehre und Pietät und wir sind ihre Familie und wir sind so lieb. Also der Kunde kann fast nicht informiert sein. Das sind top gehütete Geheimnisse. So kann niemand herausfinden, wie verbreitet der Wucher ist. Bloß schwarze Schafe, behauptet der Bestatterverband. Wenn ein Sarg im Einkauf 200 Euro kostet und der wird dann für über 1000 verkauft, ist das okay? Dann fängt es für mich an, auch schon so ein bisschen grenzwertig zu werden. Ja. Üblich ist es mit Sicherheit nicht. Dass es das in Einzelfällen gibt, ist leider klar. Dass es das gibt, meinen Sie Aufschläge von 200, 300, 400% oder noch mehr? Oder noch mehr. Also da sind wir dann mit Sicherheit bei 1000% in Bereichen, die wirklich meiner Meinung nach nur noch schwer zu rechtfertigen sind. Ja, ja gar nicht. sehr schwer. Wie Gaststätten und Handwerker auch, sind Bestatter verpflichtet, ihre Preise auszuzeichnen, etwa im Schaufenster. Doch kaum einer macht das. Die Hamburger Verbraucherzentrale klagt jetzt gegen 20 Bestatter, weil sie die gesetzliche Auszeichnungspflicht verletzen. Bestatter sind Betriebe wie alle anderen Firmen auch, wie Handwerker, wie Friseure, wie Läden, in denen etwas verkauft wird. Waren und Dienstleistungen fallen darunter und hier wird beides angeboten. Das heißt, die Preise für die wesentlichen Dienstleistungen und die Waren müssen ausgezeichnet sein. Wir fragen in zwei Ordnungsämtern nach, denn die müssen die Auszeichnungspflicht prüfen. Ein Interview lehnen sie ab, räumen aber ein, das Amt sei zu überfordert, um Bestatter zu kontrollieren. So bleibt Hinterbliebenen nur, selbst auf den Preis zu achten und sich rechtzeitig zu informieren, denn sonst wird aus Ruhe sanft schnell Ruhe teuer.